Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. So, wir verlassen das Schiffchen hier wieder. Tschüssi. Und versuchen diese Dr. Lee zurückzuholen. So. So. Ja, dazu müssen wir jetzt wahrscheinlich ins Institut, ne? Dort wird sie sein. Denke ich mal. Oder wo auch immer. Ja? Haben wir endlich einen Bericht aus erster Hand über diese Einrichtung. Jo. Freut mich. So, so. Tarchin. Vor dem Zaun. Netzwerkscanner Holoband. Aus der Mitte. So. Da. Na, das ist gar nicht dort. Beschaffe das Netzwerkscanner Holoband zurück. Na toll. Okay. Vielleicht klappt's ja. Dann probieren wir es mal. Hoffentlich rennen wir nicht Preston aus Versehen über den Weg. Dann kriegen wir gleich eine neue Minutemen-Aufgabe. Das wäre jetzt nicht so schön. Ja, ja. Ich habe dann einen Spielstand erstellt. Also bevor wir den vorigen Part gemacht haben. Und habe dort... Schaut, das ist der Preston, ne? Das ist ja absichtlich. Und habe mehrmals gespeichert, damit wir... Servus. Damit wir schön gemütlich und kamot und praktisch... Wo ist denn der? Ah, da drin. Damit wir schön dort weitermachen können, bevor wir der Bruderschaft hier ja, beigetreten sind. Gut, was? Aber ich bin ja nicht allein dafür verantwortlich. Da regnet es durch. Sturges, erinnerst du dich noch an das Holoband mit den ganzen Institutsdaten? Das brauche ich wieder. Naja, wieso? Was hast du vor? Ist das denn wichtig? Grund spielt keine Rolle. Stell eine Bruderschaft, gib her. Ist das wichtig? Ist das wichtig, wofür ich sie brauche? Nee, natürlich nicht. Ich wollte nur einfach mal so meine Nase in deine Angelegenheiten stecken. Ja, bitte. Ich habe mir schon eine Kopie gezogen. Passt. Dann geht's weiter. Mein Sohnemann wird da gar nicht erfreut sein. Zweite Quest. Wo ist denn diese Dr. Lee? Ich glaube, ich mache das mal aus. Vielleicht geht's jetzt besser. Dr. Lee? Ist überhaupt hier im Commonwealth? Vielleicht ist sie ja irgendwie auswärts. Tja. Taten. Finde Dr. Lee. Ja, toll. Das sind da. Ältester Maxton. Warte. Das während meines Eindringens in das Institut, Dr. Kont. Ah ja, Institut. Passt schon. Alles gut. Dann gehen wir zum Institütelein. Das war denn doch der hier. So. Frau Dr. Lee. Oder Herr Dr. Lee. Ich glaube, es ist eine Frau, ne? Ja. Die Dr. Lee. Ja. Die Dame. Wir werden dann, wenn wir bei der Bruderschaft, wenn wir der Bruderschaft angehören, werden wir den Spielstand dorthin zurücksetzen, bevor das Ganze geschehen ist, und werden uns dann dem Institut zuwenden. Bah. Was? Ja. Irgendwo hier drüben vielleicht? Ja. Dann guck mal doch mal, wo die Gute ist. Ei, ei, wo bist du denn? Hallo, ich bin hier ohne Schutzanzug. Das wird wohl nichts machen, oder? Servus. Du schon wieder? Was ist es denn diesmal? Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Hey, warum glaubst du das? Ich soll dich finden.
von der Bruderschaft geschickt. Kein Grund. Warum glaubst du das? Du bist doch die Wissenschaftlerin. Warum denkst du, dass ich hier bin? Mal sehen. Ein Luftschiff der stählernen Bruderschaft taucht auf. Du findest einen Weg, unser Teleporter-Signal zu kapern. Und jetzt stehst du vor mir. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast 10 Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Was? Tot? Warum? Hier, um zu reden. Gute Absichten, du bist noch nicht tot. Was, warum tot? Warum sollten wir dich töten wollen? Ich habe ziemlich heikle Arbeiten für die stählerne Bruderschaft erledigt. Lyons hat mich zwar gehen lassen, aber es gab einige, die meinten, ich wüsste zu viel. Deshalb bin ich zum Institut gekommen. Es war der einzige Ort, an dem ich mich sicher vor der Bruderschaft gefühlt habe und an dem ich weiter forschen konnte. Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Sehr freundlich. Bist du hier glücklich? Bist du glücklich hier unten? Man sollte doch meinen, dass modernste Laborausrüstung und die Gesellschaft der größten Genies, die die Welt je gesehen hat, ausreichen sollten. Das Problem ist nur die fehlende Transparenz. Ich glaube nicht, dass wir alles erfahren, was hier unten passiert. Was hat das damit zu tun, worüber wir reden? Zur Bruderschaft zurückkehren. Bruderschaft braucht Hilfe. Verschwendest deine Zeit hier. Bruderschaft braucht Hilfe. Braucht deine Hilfe. Braucht meine Hilfe? Wieso? Sie schienen alles im Griff zu haben, als ich ging. Zurückgelassene Projekte. Bruderschaft hat Probleme. Bruderschaft schätzt dich. Arbeiten für den Feind. zurückgelassene Projekte. Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals riskieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Vertrau mir. Super. Was wäre nötig? Ich befolge Befehle, schlecht über das Institut reden. Vater vertraut mir. Das solltest du auch tun. Er vertraut dir, weil du zu seiner Familie gehörst. Ich nicht. Ich kann dir nicht einfach so vertrauen. Ich brauche etwas mehr als das. Wir lügen nicht. Die Bruderschaft war immer ehrlich zu dir. Die ganze Geheimniskrämerei hier geht mir langsam etwas auf die Nerven. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Vater nicht ehrlich zu mir ist. Als gäbe es Dinge, über die ich nichts wissen darf. Sowas mag ich nicht. Aber wie kann ich das alles hier zurücklassen? Commonwealth, befreien. Deine Arbeit könnte entscheidend sein für die Befreiung des Commonwealths. Du weißt wirklich genau, was du mir sagen musst. Weißt du, ich habe nie verstanden, wieso das Institut so selbstsüchtig ist. All die unschuldigen Leute da oben sterben. Und ich bin hier unten von Technologie umgeben, die ihr Leben leichter machen könnte. Trotzdem verstecken wir uns hier unten und isolieren uns von allem und jedem. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich werde zur Bruderschaft zurückkehren, aber ich muss das allein machen. Ich kann es nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Sehr gut. Erstatte ältesten Maxton Bericht. Gut. Tarchin, wir haben das Holoband, wir haben alles beide eigentlich, wir dürfen wieder zurück. So, wo ist er denn, der Bordele? Da, das Bordele. Jo. Bam, 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 bam. Dam, dam, da, dam. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Shuja. Shuja. Puja. Da, 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 da. Düdel, 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 düdel. Tada! Wir sind wieder hier. Toll, Edda. Wie soll ich jetzt bei dir vorbeikommen? Ohne dass ich in den Tod stürze? Okay, es geht. Geht schon, geht, okay, geht. Wir werden das Institut auf. Ja, ja, mach nur. Mach nur. Lass dich davon nicht abbringen. Da, da, dam, da, da, dam, dü, dü. Halt, nicht nach unten, ich will darüber. Ich will hier hoch.
Achtung! Beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Technologien unmittelbar bei Proctor Quinlan zur Überprüfung eingereicht werden müssen. Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee für uns zurückkehrt. Undokumentierte Technologien wird verfolgt und bestraft. Warte kurz. Dieser Lautsprecher da ist echt nervig. Wird man ihr etwas antun? Sie ist verwirrt. Sie hat die... sie ist auf unserer Seite. Sie wird nicht sehr hilfsbereit sein. Wird man ihr was antun? Wird man ihr etwas antun, wenn sie nicht kooperiert? Auf gar keinen Fall. Wir haben große Pläne mit Dr. Lee. Einschließlich des Neustarts, einer ihrer größten Schöpfungen. Die goldene Gans zu töten, ist sicher das Letzte, was wir tun werden. Sobald Dr. Lee eintrifft, werden wir sie auf der Pritwen verhören. Sie stand 10 Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, ich glaube, Sie haben noch ein paar Daten, auf die Proctor Ingram schon sehnlichst wartet, oder? Ich will, dass Sie sie ihr sofort bringen. Wieder einmal wissen Sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Einerseits ist er bisher schnucki, andererseits könntest du auf den Mond schießen. Da könnte man wieder sagen, typisch Mannsbild, ne? Was? So. So. Na dann, müssen wir runter. Wir müssen runter und diese Tage geben. So, wo ist denn jetzt die Gnädige? Draußen? Echt? Mhm. Wenn Ältester Maxon mir befehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu begleiten, würde ich sie für ihn eintreten. Und dann weiter, mehr nicht? Hä, wo ist denn das? Unter uns? Stimmt das? Ich krieg die Mission nicht. Ja, tatsächlich. Flughafen, dann dorthin. Zum Flügehafen. So. Gut. Hätte ich zuerst machen können, ich blitzbirn. Ja. Ja, ja. Jo, jo. Es lädt, es lädt, es lädt dahin. Hey, Etta. Ah, da drüben. Bin ich fast vorbeigehatscht. Entschuldigung. Dr. Ingram, das Institut möchte, dass ich einen Beryllium-Beschleuniger aus den Ruinen von Mass Fusion hole. Einen Beryllium-Beschleuniger? Ich kann mich erinnern, einmal ein altes technisches Dokument darüber gelesen zu haben, aber ich hielt das für rein theoretisch. Es muss ja verdammt wichtig sein, wenn sie dir den Auftrag geben, es zu suchen. Weißt du? Wenn wir sofort zu Mass Fusion aufbrechen, könnten wir vor dem Institut bei dem Gerät sein. Natürlich nur, wenn du nichts gegen ein wenig Gesellschaft hast. Willst du gehen? Sarkastisch, ich brauche deine Hilfe. Du bleibst hier. Willst du gehen? Willst du unbedingt mitkommen? Soll das ein Witz sein? Mass Fusion war Vorreiter auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Und angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit kaum technische Fortschritte gab, erwartet uns dort eine verdammte Goldmine. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Na dann, auf geht's. Es wäre gut, wenn du mitkommen könntest. Ich wusste doch, dass du das auch so siehst. Rüste dich vorher noch aus. Wir treffen uns auf dem Flugdeck, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Das könnte unsere beste Chance sein, dem Institut zuvorzukommen. Jo. Kriegsbeute. Haben wir das schon? Da. Irgendwie habe ich das noch gar nicht hinbekommen. Ist das nicht dieselbe? Die da? Zuerst dann ihre Mission und dann? Er muss jetzt wieder darauf. Er muss wieder dorthin. Weil ich das Ding brauche, diesen Helikopter. Ja, deshalb muss ich wieder rauf aufs Schiff. Toll. Das habe ich toll gemacht. Ich hätte es genau das rum abgeben müssen. Dann hätte es gepasst. Jo. Und jetzt? Wir haben Erlaubnis zum Absetzen. Halte dich lieber fest. Die Landung kann ein wenig ruppig werden. Ich werde mich nie daran gewöhnen, in diesen Dingern zu gehen.
Hä? Wieso ist die jetzt fehlgeschlagen? Hä? Warum ist die jetzt fehlgeschlagen? Die muss doch da rein. Hä? Ich komm jetzt gerade nicht mit. Warum ist die jetzt fehlgeschlagen? Und was soll das mit dem... aus dem Institutverband? Dann fliegen wir halt mal. Wo wird denn geballert? Boom, bam, bam. Ich hab was. Ja, ja, leg nur rum. So, lad auf den Dreck. Kann ich da überhaupt irgendwas kaputt machen? Keine Ahnung, ob das geht. Drum. Die halten ganz schön was aus, hä? Das liegt daran, weil ich nichts treffe wahrscheinlich. Irgendwas habe ich erschossen. Wow. Ihr schießt den Falschen. Wie kann ich jetzt aussteigen? Freund, Feind, wo ist wer? So, wohin? Rauf da? Mhm. Rüber hier, okay. Licht. Ich suche nach dem Ziel. Vielleicht habe ich mich geirrt. So. Nehmen wir das mal mit. Beschleuniger nirgendwo. Sie müssen ihn verlegen haben. Schauen wir mal in dem Terminal da drüben nach. Ah, Holoband. Nein, da war ein Holoband. Ich habe keine Ahnung, was das Holoband das war. Ich drücke einfach viel zu schnell. Viel zu schnell immer auf das scheiß Looten-Ding. Keine Ahnung, was das jetzt für eins war. So, dann sperren wir mal. So. So. Nein. Nein. Warten, warten. Scheiße, was könnte das jetzt für ein Holoband gewesen sein? Mist, ich habe viel zu schnell gedrückt. Oh, weia. Schlecht. Ja, sicher. Mann, ey, Kacke. Ach, warte mal. Können wir schon einen Skillpunkt vergeben? Tatsächlich. Gibt es da nicht irgendwas mit Hacken? Passt. Das passt jetzt ja perfekt. So. Ja, bitte gesperrt.
Mir zieht das gerade an mit dem Holoband. Ich muss vorsichtiger sein. Ada, willst du hacken? Das ist ja scheiße. Ich muss mir die Wörter wahrscheinlich merken, ne? Schön. Jawohl, geht ja. Persönliche Intramail 30.07.77. Hauptschlüsselkarte, okay. An K. Oslo von Shendridge, Forschungsleiter. Gemäß ihren Anweisungen wurde der Beryllium-Beschleuniger in einem Hauptreaktor im Untergeschoss 01 installiert. Da ich außerdem die Sicherheit aller Kartenleser im Gebäude erhöht habe, benötigen Sie Ihre Hauptschlüsselkarte, falls Sie die Aufzüge benutzen möchten. Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal offiziell mitteilen, dass ich mit einer Beschleunigung des Projektzeitplans nicht einverstanden bin. Ich finde es beunruhigend, dass die derzeitigen Ereignisse, wie etwa weltweite Unruhen, keinen Einfluss auf Ihre Entscheidung gehabt haben. Mir ist zwar bewusst, dass Ihr Kontakt zum US-Militär eine rationale Vorgehensweise erschweren könnte. Trotzdem empfehle ich Ihnen dringend, die Situation noch einmal zu überdenken. Ich dachte, Sie hätten genau aus diesem Grund Poseidon verlassen, Karl. So, die nächste. Am 29. August im selben Jahr. An K. Oslo von N. Shendrick. Ja, so irgendwie, ne? Forschungsleiter. Ich beobachte den Reaktor jetzt seit Wochen und der Beryllium-Beschleuniger läuft mit höchster Effizienz. Bisher konnte ich lediglich eine Abnahme des EM-Spektrums von weniger als einem Tausendstel Prozent feststellen. Wenn Sie sich eine stabile Plasma-Reaktor erhofft haben. So, nochmal. Wenn Sie sich eine stabile Plasma-Reaktion erhofft haben, hier ist sie. Glückwunsch, vielleicht sollten Sie und das Militär eine Flasche Champagner aufmachen. Nächstes am 5. September im selben Jahr. Von K. Oslo an T. Reisenbohr, Personalkoordinator. Heute Morgen wurde Dr. Noel Kendridge aus dem Gebäude geführt und sein Vertrag bei Mass Fusion wurde aufgelöst. Der Speicher seines Terminals wurde gelöscht und seine Forschung auf unserem Hauptrechner übertragen. Dr. Shendrick wurde mitgeteilt, dass jeder Versuch, eine Anstellung bei einem konkurrierenden Energieunternehmen zu erhalten, eine Klage nach sich ziehen würde. Und auch wird. Laut Vertrag werden seine Pension und die Beihilfen gesperrt. Boah, das ist gemein. Sollten Sie noch etwas von der Personalabteilung benötigen, teilen Sie es mir bitte mit. Na fein. Unternehmensintramail am 25. September im selben Jahr. Alle Mitarbeiter sind hiermit zur Feiertagsfeier 2077 eingeladen. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr auf dem Dach unseres Hauptsitzes abgehalten, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, mit Ihren Lieben zu essen und den wunderschönen Ausblick über die Stadt zu genießen. Es wird eine Bar und Live-Musik geben. Außerdem findet um 22 Uhr ein besonderes Feuerwerk statt. Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Ja, das schönste Feuerwerk überhaupt. So, Hauptschlüssel. Das mit dem Holoband nervt mich gerade. Das da. So, Hedigste. Der Ort hier hat schon bessere Tage erlebt, keine Frage. Passwort fürs Hauptlabor von Mass Fusion. Du hast die Schlüsselkarte gefunden. Gut. Jetzt können wir den Aufzug aktivieren. Den da?
Boah, schöne Aussicht. Und wie geht's dir dann so? Danke. Mir geht es herrlich. Ohohoho. Ich bin so aufgeregt. Ja, und ich erst. Ja. Yeah. So. Das sag einmal, gehört sich das? No, es geht eigentlich noch. Aber ich esse mal was. Hallo, hallo. Alter, Alter! Lad mal nach. Na? Gibt's noch Nachschlag? Wo sind noch welche? Hallo? Ah, da hinten. Wow. Wir haben den Strom der Aufzüge gekappt. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Na wie? Auf Nimmerwiedersehen, ja. Genau. So, soll ich das alles aufsammeln? Ich könnte mir die Technologie hier jahrelang anschauen. Aber auf uns wartet noch Arbeit. Mhm. Da hast du recht, Edda. Ich soll es echt mitnehmen. Da gibt's Fusionszellen nämlich und die wären gar nicht schlecht eigentlich. So. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Feines? Laborschlüssel, aha. Einen Wecker. Was haben wir da? Wir hacken mit Liebe bei Tag und bei Nacht. Wieder verkehrt. Jawohl. Nochmal. Mann, ey. Hm? Das wär's. Hm? Jawohl. Ja. Mass Fusion 05. Das gibt es nicht so ein Rasierapparat dazu. Also ein Rasierer für die Männer. Büro des Produktentwicklungsleiters. Alarm! Im Produktentwicklungslabor 3 wurde eine Leistungsspitze festgestellt. Die Hauptenergie wurde abgeschaltet, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Intramail der Forschungsabteilung. Am 23.07.2077. Ja, mach auf den Dreck. An W. Goldberg, Leiter der Produktentwicklung. So, von N. Shendridge, Forschungsleiter. Alles ist an Ort und Stelle. Und wir sind fast bereit, den Perillium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Kathy Hathaway auf die Graphenabschirmung angesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieberechnungen. Wo ich sie gerade erwähne, Miss Hathaways Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie dies in die Wiege. Jawohl, I, Captain. Persönliche Intramail vom 25. September 77. An W. Goldberg.
Leiter der Produktentwicklung von Eternals. Teilchentheorie. Was für einen Mist will Shandrich mit seiner Empfehlung für Hathaway da abziehen? Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles? Ich sag Ihnen mal was. Und eines obendrein. Wenn Sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg. Coldberg. Das ist natürlich super, ne? Jetzt musst du auch abwägen, wer ist mehr wert. So, Alarm, bla bla bla. Eventuell ist es möglich, die Energie an den betroffenen Bereichen vorbeizuleiten. Möchten Sie den automatischen Umleitungsvorgang aktivieren? Ich bitte darum. Energieverwaltungssystem aktiviert. Aktivieren erledigt. Die Energieinfrastruktur des Gebäudes zugreifen erledigt. Energie umleiten erledigt. Hauptenergie wurde wiederhergestellt. Sauber, alle Systeme funktionieren normal. Das ist schön. Schon erledigt. Der Strom läuft. Yep. Wir kennen das. War da noch was? Ach so, ein schmutziger Aschenbecher. So, jetzt haben wir Strom. Und nun? Eine Haarbüste. Kaputt. Da ist überall nichts. Ach so, können wir jetzt mit dem Lift weiterfahren? Ist wahrscheinlich das Rätsellösung, ne? Einfach weiter nach unten. Aha, was ist das für eine Figur? Sekte! Was? Ist da jemand abwesend? Was ist da? Was war denn? Erwischt! Tja, und jetzt, hä? Ein Gunner, so weit herunten? Aha. Oh, ich glaube, das war verkehrt. Finanzbezirk? Was? Aha, okay. Wir haben wenigstens einen Schnellreisepunkt, ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir rein in den Dungeon. In den Dungeon. So. Licht. So, da oben haben wir was drinnen. Ja. Was? Bin überladen, ne? Habe ich da irgendwie... Ja. Kannst den ganzen Schmarrn da behalten. Noch ein Aufzug. Aha. Na dann. Edda! Die fährt auch mit. Geht sie gerade so aus? Und raus mit uns. Bitte, geht raus. Edda! Aufzüge sind echt mühselig. Edda, ihr müsst raus, meine Damen. Kommt dann immer raus. Ah, jetzt. Danke, Edda. Alter. Da ist er ja. Die Jagd von Mass Fusion. So etwas wird heute.
heute gar nicht mehr gebaut. Ja, das glaube ich auch. Da geht's runter. Und da drüben. Irgendwie auch. Ich nehme jetzt mal einfach den Weg hier. Okay, da haben wir Strom. War das gerade Kaugummi? Boah, Kaugummi. Ja. So, was haben wir denn da? Ach ja, gehen wir wieder hacken, ne? So. 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 Dann du. Nein, das wäre gewesen. Irgendwas da oben. Toll. Toll, toll. Mann, ey. Also. Ja, bitte. Ach du Heilige. Intramail der Forschungsabteilung vom 30.07.2077 an Reaktorteam von Shendridge, Forschungsleiter. Heute betreten wir Neuland, sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Perilliumbeschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projektes möchte ich Ihnen für die Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Jawohl. Persönliche Intramail vom 1. August 1977 an T. Wabash, P. T. Trope und C. Collins von X. Vincent Reaktoraufseher. Schattenteufel suchen nach einer sicheren Ecke und ziehen seine beiden Schlangenbissdolche. Er geht in die Hocke und sagt: Tamasch, hier stimmt was nicht. Was? Persönliche Mail, 2. August. Wieder dieselben Person. Schattenteufel schleudert sofort seine Dolche auf die kriechende Form und brüllt: Gandar, über dir, mein Freund. Ich habe heute. Was? Ich habe eine 16 für den ersten Dolch und eine 7 für den zweiten. Was? Nächste persönliche Nachricht am nächsten Tag, wieder von derselben Person. Schattenteufel holt seine Hand am Brust aus ihrem Leder. Halt, was half da? So. Setzt ein +2-Pfeilmagazin ein und nimmt die Kreatur genau ins Visier. Mit seiner Kraft der Klarsicht versucht er, auf die Schwachstellen der Kreatur zu zielen und feuert. Ich habe eine 3, eine 19 und eine 12. Mann, richtig schlechte Würfe. Aggressor-Drohnen-Steuerung. Ja. Einheit aktivieren. Ja. Oder willst du deaktivieren? Du musst lieber deaktivieren. So. Turmsteuerung. Aktivieren über die Vers. Na, das machen wir dann natürlich aktivieren. Das. Was? Kann ich die erschießen? Cool! Ja, die machen wir lieber kaputt, ne? Bevor die noch einen Schaden anrichten können. So, Hallöchen. Entschuldigung, Dr. Ingram. Was? Entschuldigung. Ich wollte die gar nicht anreden. Ich habe die Kaffeetasse anvisiert gehabt. Wo geht's hier hin? Nirgends. Da drüben. Da haben wir was. Reaktorsicherheitssteuerung. Ja. Perfekt. Intramail der Sicherheit vom 5. September 1977 an Alpha-Sicherheitseinheiten von W. Feldleiter der Sicherheit. CCT Risenball Personalkoordinator. Unterrichten Sie bitte Ihre Sicherheitsmitarbeiter darüber, dass Dr. Noel Shendro auf dem Firmengelände von Mass Fusion nicht mehr willkommen ist. Falls Sie ihn innerhalb eines Umkreises von 100 Metern um das Gebäude sehen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Ja.
Sicherheitsturmsteuerung, jawohl. Deaktivieren bitte, ja. Fehler. Verbindung zum Sicherheitsnetzwerk von Verbindung zum Sicherheitsnetzwerk von diesem Terminal aus nicht möglich. Direkter Zugang zum Netzwerk könnte über das Gebäudeverwaltungsbüro möglich sein. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann schießt man es halt weg. Ist ja auch wurscht. Noch eine Kaffeekanne. Achso, da gibt es wieder Strahlung. Ja, natürlich. Ach, ich bin überladen. Mist. Äda. Komm mal her, Mädel. Äda. Hilf mir schleppen. Hey. Fein. Na, nicht verreißen. Du sollst da... Na, verdrückt. Zweimal verdrückt. Ich wollte die Waffe wegstecken. Ich dachte, das geht sich noch aus. No, geht's nicht mehr aus. So. Nimm mal das ganze Klumpert hier, bitte. Haben wir hier noch irgendeinen Schmarren? Nö. Ich würde sagen, den Schrott. Den kann sie noch haben. Das dauert halt eine halbe Stunde. Oh, der Part ist zu Ende. Oh, weia. Der Part. Lararam. Ist zu Ende. Dülülü. Passt. Helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ja, du kannst immer helfen, meine Gute. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Sind gefährlich hoch. Sag mir, wenn du Strahlenschutz benötigst. Ich kommuniziere über die Sprechanlage mit dir, während ich alles von hier draußen überwache. Das ist wieder so klar, ne? Na, das ist alles okay. Passt schon so. Wir kriegen das hin. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!